Und hier gibt's nochmal Porridge. Das ist so geil fluffig. Mein Gott, Leute, ich habe mir endlich mal wieder ein Proteinbrötchen gebacken mit dem Sahneprotein von Moa. Habe ich es heute noch probiert. Schaut euch das mal an, wie fluffig und geil das geworden ist. Halleluja, ich liebe es komplett. Es ist mein altes Rezept, nur halt mit einem anderen Proteinpulver. Weil sonst hatte ich immer veganes, neutrales und jetzt habe ich normales. Und es finde ich geiler als veganes, muss ich ehrlich sagen. Es hat weniger so einen Beigeschmack, wisst ihr? Genau, das belege ich mir jetzt noch. So, ready. Eine Seite gibt es mit Butter und Käse und die andere mit Quark und Marmelade. Ich liebe es. Ich freue mich drauf. Und ich trinke hier noch diesen Sirup in Pink Grapefruit. Der ist auch sehr, sehr lecker. Weil ich mag bei Pink Grapefruit meistens das Bittere nicht. Aber der ist nicht bitter. Der ist einfach nur süß. Sehr, sehr geil. Und gucke ein bisschen YouTube-Videos dazu. Genau. So, Leute. Back vom Training. Dieser Frappuccino ist einfach anders. Leute, ich sag's euch. Das schmeckt einfach eins zu eins wie Starbucks. Oh mein Gott. Und es hat auch noch, schauen wir mal nach, 21 Gramm Protein pro Portion. Pro 30 Gramm hat es 21 Gramm Protein. Das ist krank, Leute. Gönnt euch diese Sorte hier. Die ist einfach so hammer. Ich muss auf jeden Fall alle anderen Sorten auch noch probieren. Aber ich glaube, Karamell bleibt mein Favorite. Ich sehe es jetzt schon. Ich war noch einkaufen. Habe jetzt gerade ein Video geschnitten, ein Reel für heute Abend und habe gerade ein Stück Cookie gesnackt und ich habe noch solche Isoclear-Gummibärchen übrig. Übrigens, die Konsistenz hat sich doch nochmal verändert. Ich habe es jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank immer stehen und die sind jetzt viel fester geworden. Richtig nice. Mm. Trotzdem ein bisschen mehr Gelatine wäre noch besser, dann wäre es noch mehr Gummibärchen-mäßig. Aber so ist schon mega. Und die snacke ich die ganze Woche schon über. Also ich habe die hier in der Dose und gehe mal wieder ran. Und jetzt gönne ich mir nämlich, alles klar, Laura ist auch richtig gutes Deutsch. Momentchen. Für mich gibt es jetzt ein Snudgy. Das schmeckt einfach wie Monster White. Richtig, richtig geil. Upsala, ihr hängt fest. Das Ganze sind aber nur 330 Milliliter. Damit ich meinen Koffeinkonsum nicht übertreibe, ist das ganz gut. Weil wenn ich nur so eine kleine Dose habe, trinke ich auch nur eine kleine. Wenn ich eine große 500 Milliliter habe, trinke ich eine große. Versteht ihr meinen Struggle? Ja, auf jeden Fall gibt es das jetzt. Noch ein paar Gummibärchen und melde mich später wieder. Leute, ob ich mir gerade meinen zweiten Flexpresso für heute gemacht habe? I doubt it. Und schaut euch mal diese Konsistenz an, wie creamy das ist. Halleluja. Und ich habe hier im Mixer sogar noch was übrig, weil ich zu viel Eis reingemacht habe. Aber es schmeckt gut, aber es war einfach zu viel für mein Glas. Und ja, richtig, richtig nice. So, Freunde, heute wird mal wieder gekocht. Und zwar mache ich heute einen richtig geilen Auflauf. Passt auf. Ich habe die Idee. Ich habe mir nämlich Schupfnudeln gekauft. Hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber ich kann die auch pur snacken. Deswegen sind die schon offen, weil ich so random, als ich hier gekauft habe, eine pur gegessen habe. Shame on me. Auf jeden Fall wollte ich einen Auflauf machen aus Schupfnudeln, Champignons als Gemüse, Zwiebeln. Eigentlich wollte ich Lauchzwiebeln, aber irgendwie sind Lauchzwiebeln momentan in jedem Rewe in Köln nicht vorrätig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, mit Lauchzwiebeln wäre es natürlich schöner gewesen, weil dann ist es so ein bisschen Flammkuchen-Style. Schinkenwürfel kommen rein und wir machen eine Protein-Sahnesoße aus dem Sahneprotein. Das wollte ich mich so lange schon machen. Ich habe das überall gesehen, diese Sahnesoße, und ich muss mich jetzt selbst davon überzeugen und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. So, first step ist Champignons schneiden. Ich schneide die, glaube ich, noch ein bisschen kleiner, weil die ja in den Auflauf rein sollen. Das nenne ich so. Boah, Leute, das wird so lecker. Ciao, Leben. So, Friends, mein Auflauf ist fertig und oh mein Gott, das sieht immer so lecker aus. Ciao, Leben. Ich habe mir jetzt nur mit Käse überbacken natürlich und Nubilisches noch oben drauf gemacht. Ich würde sagen, das lasse ich mir jetzt ordentlich schmecken. Boah, ich habe so Lust darauf. Oh mein Gott. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt meine Quarkbowl und ich probiere heute mal ein neues Flavor Tasty aus. Und zwar Black and White Vanille Flavor. Ja, ich habe schon probiert. Das schmeckt ultra geil. Es riecht einfach wie Vanillepudding. Es ist so nice. Und natürlich, was darf nicht
nicht fehlen. Ein Designerbärchen. Wahrscheinlich die Sorte. Vielleicht aber auch einer der anderen beiden. Ich weiß es nicht. Ich mache das mal ziemlich spontan. Aber der ist Daily. Ihr wisst Bescheid. Richtig geil. Mm. So, Freunde, ich habe mir jetzt gerade so einen Protein-Wrap einfach mit Butter eingerollt, weil ich gerade so Bock irgendwie auf so diesen Wrap habe. Und es schmeckt mega gut. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber irgendwie hatte ich gerade so Lust drauf. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall habe ich gleich eine Verabredung zum Kaffee trinken und dann melde ich mich danach wieder. So, Freunde, ich war gerade mit Bounty draußen und ich habe mir heute Protein-Pizzateig gemacht, Hefeteig. Oh, und der riecht so gut und der ist einfach gut aufgegangen. Ich bin so proud. Oh mein Gott, ich kann endlich mit Hefe umgehen. Leute, ich sag's euch, der Zucker macht das. Ihr müsst in Hefe immer Zucker reingeben. Das habe ich damals falsch gemacht. Und Momentchen. Oh, das ist ein Spinner. Ja, daraus mache ich mir jetzt aber keine Pizza, sondern ich mache mir Pizzabrötchen, weil ihr wisst, ich liebe Pizzabrötchen und ich wollte schon die ganze Zeit mal selber Pizzabrötchen machen. Und ich habe nämlich ganz viel Käse im Kühlschrank und die werde ich jetzt damit befüllen. Mein Gott, Freunde, ich habe mir Protein-Pizza-Brötchen gemacht. Wie gut sehen die bitte aus? Schaut euch das an. Der Käse ist einfach richtig geil zerlaufen in der Mitte. Wow. Einfach wow. Und der Teig ist ja immer so geil fluffig. Halleluja. Ich habe einen Dip dazu gemacht aus Sour Cream. Und ich habe das noch mit dem Sauerrahmwürze dazu gewürzt. Ich finde den so lecker. Oh mein Gott. Und ich würde sagen, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und ich blende euch mal die Nährwerte ein. Die sind einfach nur krass. Dafür, dass es so geil ist. Oh, geil. Ich freue mich. So, Freunde, ihr wisst Bescheid. Bei mir gibt es eine Pudding-Quark-Bowl. Richtig geil. Ich nehme immer eine Portion Protein-Pudding, mische da noch Quark unter und Flohsamenschalen. Und dadurch wird die Konsistenz so richtig... Ich weiß nicht, warum das Licht so gelb ist, aber ihr seht die Konsistenz. Mit einer Nektarine und Zimt und Designerbärchen heute in Almond Coconut. Curse is life. Genau. Und ich ärgere mich jetzt schon, dass ich diesen Monat keinen Nachschub an Riegeln bestellt habe, weil ich dachte, die reichen diesen Monat. Aber ich glaube, es wird ein bisschen eng. Naja, we'll see. So, Friends, good morning. Bei mir gibt es Rice Pudding. Und zwar habe ich das heute mal mit dem veganen Designer-Protein gemacht in Chocolate, Milky Chocolate Flavor. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Die Konsistenz ist auf jeden Fall schon mal mega geil. Ich habe natürlich wieder Flohsamenschalen reingegeben und Beeren drauf und Marmelade. Und das lasse ich mir jetzt schmecken und dann geht es in den Leg Day. So, Freunde, ich habe den ganzen Vormittag jetzt noch meine Wohnung geputzt und aufgeräumt, noch mehr oder weniger. Ja, doch schon. Ich muss noch den letzten Feinschliff machen und saugen. Aber das schiebe ich noch, glaube ich, auf heute Abend oder morgen früh bei Bountelier. Mal sehr dreckig reinkommt, weil es draußen regnet. Und sonst muss ich dreimal saugen. Genau, das ist der Plan. Und ich kriege nämlich morgen Besuch, deswegen muss es hier gut aussehen. Guten Appetit. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mir Maiswaffeln gemacht. Habe ich die letzten Tage auch öfters, glaube ich, mal vergessen zu zeigen. Aber ihr wisst es ja eh. So, ich frage mich manchmal, soll ich es nicht zeigen, soll ich es nicht zeigen? Aber ich esse die jeden Tag. Von daher wisst ihr Bescheid. Und ich melde mich später wieder. So, Friends, ich habe mir jetzt zum Abendessen Schupfnudeln gemacht mit Champignons und Speckwürfeln und Käse. Oh, es ist so geil. Und Proteinsahnesoße. Es ist so geil. Ich freue mich so richtig doll jetzt da drauf. So, Freunde, ich habe mir mal wieder einen Cheesecake gebacken und den gibt es jetzt zusammen mit Designerbärchen in Almond Coconut, ihr wisst Bescheid. Und draußen geht gerade gefühlt die Welt unter. Es fängt gerade so an zu schütten, das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, was los ist, aber das braucht die Natur anscheinend. Okay, jetzt ist meine Kamera auch mal aufs Licht klar gekommen, weil es einfach so dunkel draußen ist. So krass. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt und ich freue mich drauf. So, Friends, bei mir gibt es Rice Pudding mit Cinnamon Cereal Whey und Flohsamenschalen, Marmelade und Beeren. Und hier gibt es nochmal Porridge. Auch mit Cinnamon Cereal Whey. Wie es sich halt gehört, ne? So, Friends, fertig mit Content machen. Wir sind jetzt bei Rich & Greens gelandet und es gibt einen Salat zum Lunch. Genau. Wir sind heute jetzt schon, es ist erst 15 Uhr, aber wir haben Hunger. Deswegen
gibt's denn jetzt? So, Friends, ich habe noch Eat Profit Pizza übrig von gestern. Und dazu gibt es natürlich Sour Cream, wie soll es auch anders sein. Ihr wisst Bescheid. Die von Ja ist übrigens sehr gut. Und schaut mal, mein Nagel ist einfach abgebrochen. Ich hatte eigentlich morgen einen Termin. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe morgen einen Call um die Uhrzeit. Deswegen habe ich übermorgen einen Termin. Ist kritisch. Auf jeden Fall gibt es sie jetzt. Und Büschle Coke Zero Pepsi Max. Sorry, Pepsi Max dazu. Und genau. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt zum Nachtisch einen Fluffy Quark. Richtig, richtig geil. Ihr müsst mal Quark mit Flohsamenschalen machen. Schaut euch mal diese Konsistenz an. Das ist so geil fluffig. Ja, das habe ich mit Flavin Tasty gesüßt und Beeren draufgegeben. Und es gibt natürlich noch ein Designerbärchen. Ich lieb's.